Willkommen zurück zur Odyssee Panorama Teil 2. Ich bin runtergefallen. Du bist runtergefallen. Das bist du schon zum dritten Mal. Nee, ich bin diesmal ganz runter und das war das erste Mal. Ich gebe dir mal einen Tipp. Probier mal, bring mal den Leyli, den Plünderer, da oben auf dem Dach um. Ich habe nicht mal einen gesehen. Ja, die sind im Busch versteckt. Ich habe den, hab den gesehen, habe den umgebracht. Und der offenbarte mir dann einen Leylinien-Sprung, den ich gedrückt habe. Dann flog ich in die Luft. Und dann konnte ich... Ja, da muss man dafür nicht Leylinien gleiten. Das ist nämlich das Problem, was ich auch sehe. Ich glaube nicht. Probier es doch einfach aus. So habe ich das nämlich ohne Mühe und Not geschafft hier. Wie kommt man auf dieses Schiff? Grauen, bist du jetzt in meiner Nähe? Bei dem Schiff? So, ja, da genau, auf diesem Klotz da drauf. Und von da kannst du dann rüberspringen auf das Schiff. Das wage ich zu bezweifeln. Der Klotz ist viel zu klein. Oder von welchem Klotz reden wir gerade? Siehst du, geht doch. Ich bin enttäuscht. Das war viel zu einfach. Ja, ich sag ja, das ist, das war... Achso, meinst du den Klotz da? Das hat mir das Leben erleichtert. Gibt's doch daneben, gibt's doch so einen Steg oder was das ist, so einen Holzdinger. Ja. Ich meine, von da kann man noch irgendwie rüber, ne? Nee, das ist viel zu flach. Das ist ja nur so ein Holzbrett, was im Wasser liegt. So, was machen wir jetzt als nächstes? Wo gehen wir jetzt als nächstes? Wo sind die anderen überhaupt schon wieder? Weg! Maria auch schon wieder, 3 Meilen weg. Ich bin einfach in deren Richtung geflogen. Ich wüsste nicht, wie von hier da rüberkommen. Nee, oder war das vom anderen Schiff? Warte mal, gibt's nicht noch irgendwie... Aber es gibt ja da auf der anderen Seite da diese hohen Felsen. Kann man von da rüber gleiten? Ja, vielleicht auch. Von hier. Ah, da oben. Da kommt nein, ich schaffe es nicht mehr aufs Trockene. Genau da, wo Mario gerade ist. Wrack der Vergangenheit entdeckt. Was versucht ihr da die ganze Zeit? Da ist ein Beherrscherpunkt. Sicher? Wenn man da hochkommt. Auf dem ja, Schiff. Ja, auf dem Schiff ist einer drauf. Achso. Auf dem Schiff da hinten. Ja, das Lexikon wird uns ja sicherlich schon sagen, wie wir da hinkommen. Ja, das Lexikon hat mich gerade versucht, über eine ganz flache Holzplanke zu leiten. Also es ist irgendwie kaputt. Über die Planke mit dir. Ich bin gerade am überlegen, ob unter Wasser irgendwie ein Eingang war an dem Schiff. Das kann auch noch sein. Auf jeden Fall den Punkt. Bestimmt nicht. Energieniveau des... Jo, bis später. So. Das sieht doch gut aus. Und den da. Oh, ich habe 5 Tonnen Guild Wars übrigens Material online, ne? 5 Tonnen? Ja, da ich allerdings nicht einfach wahllos jetzt Doppelfolgen raushauen konnte, weil ich das eigentlich machen wollte. Ich habe ja in irgendeinem Video frohes Neues gesagt. Wir sind übrigens jetzt schon in 2021. Ich dachte 22. Ja, wollte ich gerade überlegen. Die Schreiner haben Energie verloren. Irgendwie sehe ich... Hä? Nein. War das ein Sinn, hier zu stehen? Ich sehe seinen Hund, aber wie kommt man... Ja, da... Da kann man drauf. Das habe ich schon geschafft. So. Und dann? Weiß ich nicht. Thais! Hier im Schiff sind Hüpfpilze, aber ich gucke gerade, wie man nochmal in das Schiff reinkommt. Ja, im Schiff Hüpfpilze sind kein Problem, aber im Schiff muss ich rein. Ah. Kacke. Scheiße.
Aber ich glaube auch nicht, dass man von, dass der Berg hoch genug ist, dass man darüber gleiten kann. Ich guck mal die Unterwassergeschichte an. Grau, du bist auch schon drin, ne? Ja, ich bin da mit meinen Springer auch reingehüpft. Bist du noch drin? Ja. Ja, ich weiß, was er vorhat. Ich auch. Danke. Der schwimmende Zweig entdeckt. Das ist, das wäre mir nämlich zu doof, da immer auf einen Zweig hochzuspringen. Ich hatte nämlich einen, das war ich hatte einen Teleport über so einen, keine Ahnung, über irgendwas bekommen. Und das war also nicht der aufladbare. Also unter Wasser ist kein Eingang zu diesem Schiff. Nee, ist auch nicht. Es war auch verwirrend. Das war irgendwie... Wo war das denn nochmal? Ich glaube, über dieses andere Schiff... Ja, genau. Hier vorne liegt doch dieses Schiff. Welches? Markier mal. Wo ich gerade hinfliege. Ja. Da musst du, glaube ich, auf das Schiff und dann über den Balken hoch auf das Segel und dann kannst du, glaube ich, rüberfliegen oder so. Aha. Ich wollte sagen, das war irgendwie über ein anderes Schiff. Oder ist das dieser Berg, der da so steht, wo ich gerade drauf zuschwimme? Der Berg. Oder ist das überhaupt noch auf der Karte? Nee, sieht nicht so aus. Ist außerhalb. Der Berg, der da steht. Nö, das ist ein Felsen. Der geht da von hin. Okay. Da, der müsste ja auf jeden Fall hoch genug sein. Ich sehe einen riesen Turm. Ja, eben. Ist hier einfach nur ein Berg, das... Ich wollte eigentlich gerade epische Musik einwerfen. Das hier ist ein Jumping Puzzle, das ist ziemlich schwer. Aus der epischen Musik wurde leider nichts, weil... Was ist das Jumping Puzzle? Der Turm mit dem Schiff drauf. Also, machen wir... Momentan ist das noch nicht allzu schwer. Ach, du versuchst immer noch den... Willst du etwa den Turm erklimmen da oder was? Ja, damit ich dann von hier rüber gleiten kann. Nö, das Moment. Ist ja dann auch ganz einfach, ne? Aber da hochzukommen ist erstmal ein Wunder, da. Ja, hier sind ein paar Riffe, da kann man hochklettern, das ist alles kein Problem. Das Ding ist 5 Millionen Kilometer hoch. Das ist so groß wie so die hoch. Zitadelle aus Half-Life. Ja. So hoch muss ich ja nicht. Du hast gesagt, du gehst hoch. Jetzt wollen wir es auch wissen. Ja, aber nicht ganz so hoch. So. Also komme ich hier nicht hoch, das ist gemein. Oh, Mann. Kann er mal aufhören, immer zu gleiten? Sehr gut. Nein! Die Anzeige ist irgendwie verpackt. Denn von dem Mast funktioniert? Hast du den mal ausprobiert? Ich bin noch nicht raufgekommen. Tja. Die Energie, das Niveau, der Schrank, der wurde viel... Also einerseits beschwert man sich, dass die Texte zu lange im Bild sind.
Und andererseits, wenn sie es kurz machen, machen sie es zu kurz. So. Und du? Wie bist du denn da überhaupt hochgekommen? Ja. Über das Schiffswrack. Was? Über das Schiffswrack. Ich bin unter dir, aber wie bist du da hochgekommen? Gesehen, dass du hier hochgegangen bist. Ach da. Ja, Moment, das mache ich nochmal. Kannst hier. Also doch, da, okay. Auf diese Kante und dann kannst du da hoch. Dann auf die Seite, da und dann bist du da oben. Aber ich glaube, auch das ist noch nicht hoch genug. Nee. Kann man auch leider nicht mehr viel sehen, ne? Leider nicht mehr viel sehen. Ist Jupp, da das ist schon mal falsch. Gut, dann versuche ich nochmal die andere Richtung. Dafür ja, die andere ist gut. Die andere Richtung kann man machen. Es geht doch hier Herzen. Na super, wie groß ist denn das Gebiet, bitte? Die sind im unbekannten Gebiet da hinten. Ah, konnten wir das mal. Aber von da weiß ich gerade nicht mehr weiter. Hast du denn überhaupt schon wieder Höhe gewonnen? Nee, ich bin ja nur runtergeklimmt. Aber das sieht erklimmbar aus, wo ich hier gerade bin. Der Arm des Abaddon entdeckt. Pilasterfels entdeckt. Oh ja, ist gut. Scheiß Nase. Halt's Maul. Hier rauf, aber da rutscht man permanent ab. Koralle? Aber dann kann man da eben hoch und da liegt ganz viel Gerümpel. Na, da. Ja. Ich versuch's mal von der anderen Seite. Oh, nee. Ganz doofe Idee. Da 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 da. Nee, ich bin jetzt quasi wieder ganz unten. Ich habe übrigens bei No Man's Sky das genug Quecksilber mir erworben oder gegrindet, sag ich mal, um das lebendige Schiff endlich mal zu kriegen. Oder überhaupt die Quest zu starten dafür. Erstickende Tiefen entdeckt. Also entweder sind das Seeminen oder das sind Seeigel. Wenn es Seeigel sind, sind die mutiert. Das haben sie geklaut aus Fallout. Man könnte auch denken, es sieht aus wie auf dem Mond. Hä? Das kann man da doch einfach durch. Irgendwie ist die Ego-Perspektive heute ziemlich verbuggt, muss ich sagen. Ständig habe ich irgendeinen meiner Waffen im Gesicht. Einige Herzen musst du übrigens auch während der Story machen. Ich wollte es nur mal schon mal gesagt haben, damit sich im Nachhinein nicht beschwert wird. Das ist vollkommen vergebene Liebesmühe, beschwert wird sich trotzdem. Auf jeden Fall, es ist ein Must. Tja, wie komme ich da jetzt hoch ohne ein Tier? Scheiße. Also ich meinte immer, man müsste von hinten über den Strand hoch, aber irgendwie habe ich es gerade im Weg nicht gefunden. Von hinten, nach da, wo Marcus rumläuft. Ja, hier sind auch Klippen, aber komme ich auf jeden Fall nicht sehr hoch momentan. Also ich habe es hier weiter geschafft. Wie? Ja, also da, wo du die ganze Zeit versucht hast, hochzukommen, bin ich ein kleines Stück raufgekommen. Nein, und bin von da auf die nein, andere Seite nein, zur Wand nein, geflogen. Nein, also nein, wie davor eigentlich auch. Okay. Nur dann gibt es hier wieder so eine Stelle, wo ich nicht weiß, wie ich weiterkommen soll. Kann man da rumfliegen? Das sieht mir nicht so richtig aus. Nee.
Nein, ich muss das hier, das ist eine Kante irgendwie. Komme ich da nochmal hin? Eigentlich ist die Koralle ja auch blöd, weil kann man einfach durch. Korall. Oh, geil. Schnupfen. Das habe ich schon seit einer Woche. Aha. Hier geht's hoch hinaus. Ich hätte gern einen McSchnupf mit 5 Kilo Pommes. Und dazu ganz viel Schnatter. Kommst du weiter? Das weiß ich noch nicht. Aber du hast übrigens 5 Perlen für die Wegmarke. Ich glaube, insgesamt gibt es 4 oder 5. Okay, und ich habe schon 3. Immerhin. Wir sammeln uns die Dinger. Es ist nur eine Frage der Zeit. Alles eine Frage der Technik. Orianisch aus da. Ich bin jetzt in irgendeiner kleinen Höhle. So, aus da. Das ist gar nicht so verkehrt, weil Höhle muss man irgendwo durch. Du bist mein. Wasser trägt, ja. Dann. Das hat ausgebracht. Und dann ist die Folge zu Ende. Ich mach mal kurz Nase frei. Das ist ein Vorgang, den will niemand hören. Und das mache ich besser offscreen. Du bist ja auch hier diesen Mast hochgerannt, ne? Und dann von dem Mast rübergeflogen, ne? Ja, genau. Nee, ich auf dem Vorsprung, ne? Ja. Bis dann, ciao.